die deutsche Beachhandball-Meisterschaft auf Hauptstadt Sport TV. Wir sind dabei! Woo! Drei Tage, 20 Plätze und die besten 20 Teams der Republik. Das ist die deutsche Beachhandballmeisterschaft 2017 in Beachmitte, dem größten Sandkasten Berlins. Beste Bedingungen, eine tolle Sportart, ein rundum gelungenes Event. Ja, wir haben halt das Glück, so eine große Anlage mitten in der Stadt zu haben. In jeweils zwei Gruppen für Männer und Frauen gaben die Akteure ihr handballerisches Können zum Besten. Am Freitag und Samstag standen erst die Gruppenspiele auf dem Plan, bevor es dann am Sonntag ernst wurde bei den Finalspielen. Alles ist dabei, spektakuläre Würfe, die Mannschaften sind super, die Spiele sind nah ineinander, die Stimmung ist klasse, wir sind jetzt im Finaltag. Bei den Frauen standen die Minga Turtles im Finale gegen die Brüder Ismaning. Gewinner in diesem Jahr die Titelverteidiger, die Brüder Ismaning. Wir haben uns nochmal, ich glaube, wir haben nochmal seit letztem Jahr einen Schritt nochmal nach vorne gemacht, jeder, in die individuellen Stärken. Und ja, ich glaube, auch der Kampfgeist am Ende hat uns noch zum Sieg geführt. Bei den Männern standen die SG Schurwald im Finale gegen Beach and the Gang. Gewonnen hat die SG Schurwald. Also zu Beginn erstmal nicht zu beschreiben. Man glaubt es an sich eigentlich, man realisiert es noch nicht ganz. Ein super Wochenende mit Spitzensport im Herzen von Berlin.